Oldenburg hat eine Bürgermeisterin, doch können Alina und ihr Team den Wettkampf mit Systemgastronomie gewinnen? Micha, 700 Bürger am Samstag. Ich. Das ist schon so ein Minimum, ja? Minimum. Jetzt ist es nur wichtig, dass diese Masse auch die Klasse hat. Da ist gerade die Konkurrenz besonders skeptisch. Jackfruit habe ich zum Beispiel überhaupt nicht rausgeschmeckt. Trüffel hast du tatsächlich jetzt eher so ein bisschen wenig Geschmack, weil den habe ich eigentlich kaum wahrgenommen. Was? So, es gibt immer was zum Meckern. In und um Oldenburg herum ist der Küchenwettstreit in vollem Gange. Das Bomi hat sich gestern ein komfortables Punktepolster aufgebaut, das Alina mit dem Peter Paner heute überbieten möchte. Doch ob ihr das gelingt, hängt unter anderem von diesem Mann ab, Profikoch Mike Süßer. Er hat sich die Großstadt unweit der Nordsee bereits näher angesehen. Und wir sind mitten in der Innenstadt von Oldenburg. Und ich zeige euch das mal. Musik kommt von da, Wasser plätschert von da. Und hier das Wahrzeichen von Oldenburg. Habe ich mir sagen lassen. So, jetzt geht's zu der lieben Alina. Ihr habt sie gestern kennengelernt. Sie ist recht tough, würde ich sagen. 26 Jahre alt und sowas wie Betriebsleiter, Store Manager, keine Ahnung, wie es heißt, weil wir sind in einem System angekommen. Peter Pane. Ich bin nur gespannt, wie der Gastronom im Wettkampf mit so einer Systemgastronomie tatsächlich umgeht. Alina und das Peter Pane sind in Oldenburg seit 3 Jahren am Start. In bester Innenstadtlage kommt vor allem Laufkundschaft. Peter Pane ist ein Burger-Restaurant mit dem Schwerpunkt Rindfleischburger. Wir haben vegetarische, vegane Burger mit besonderen Cocktails, besondere hausgemachte Limonaden, Eistees. Die gelernte Hotelfachfrau ist mit zarten 26 Jahren schon für ein 28-köpfiges Team verantwortlich. Das geht nur mit viel Leidenschaft. Ich fühle mich wie zu Hause. Es ist wie mein Wohnzimmer, mein Restaurant, unser Restaurant. Es ist wirklich wie zu Hause. Wir können zusammen auf einem Samstag 700 Burger rausbringen und lachen abends zusammen. Und das ist für mich was unvorstellbar Gutes. Achtung, Alina, der Profi kommt. Jetzt gibt's Burger, 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 würde ich sagen. Und rein da. Und Chefin steht schon da. Hallo. Alina, hi. Hi. Na? 26 bist du. Ja, noch frisch und knackig. Das heißt, hallo, was soll das heißen? Nein. So jung und verantwortlich hier für das Peter Pane Oldenburg. Genau. Und das ist bestimmt nicht wenig. Wie viele Plätze habt ihr denn hier? Zeig mir das mal, das ist ja riesig. Drin haben wir 181 und draußen jetzt seit neuestem 200 Plätze. Gut, da müssen aber dann einige Burger gehen, oder? Ja, am Samstag liegen wir bei 700 ungefähr. Schön. Durchschnittsbon? Ungefähr bei 20, 25. Gut. System funktioniert, würde ich sagen, ne? Funktioniert, ne? Jetzt ist es nur wichtig, dass diese Masse auch die Klasse hat. Schön gesagt, Mike. Ah, hier gibt es Flüssiges. Barthema ist auch nicht so klein, oder? Wenn ich mir das anschaue, ist das jetzt keine kleine Getränkestation, sondern nee, da geht es auch um Cocktails und alles, oder? Genau, wir haben abends ein Menü ab 17 Uhr und haben im Durchschnitt für, so ungefähr 25 Cocktails, hausgemachte Limonaden. Hausgemacht? Also genau, es ist alles hausgemacht. So ein Konzept wie Peter Pane entwickelt sich einfach auch zu so einem Hotspot. Ne? Man geht nicht nur einfach auf den Burger, sondern man verweilt, man feiert, man trinkt einen guten Cocktail, man trinkt ein Glas Wein, Bier. Das ist schon clever. Ne? Es gibt ja andere Systeme, wo du reingehst, futterst, rausgehst. Ne? Hier, das ist so gemütlich, da bleibst du sitzen. Das kommt für den Profi aber jetzt nicht in Frage. Er hat eine Küche zu begutachten. Hereinspaziert. Moinsen. Darf man das so sagen hier? Hallo. Hallo. Moin. Hi, Mike. Und da haben wir Micha. Micha. Micha, okay. Hallo. Alina, Micha, Mike. Passt dir gut, oder? Passt perfekt. So, das ist jetzt das Reich von Peter Pan, ne? Das ist unser gutes Stück hier, ja. Okay. Das ist jetzt gar nicht so groß. Nee. Wenn ich jetzt denke, was ihr da rausballert. Micha, 700 Burger am Samstag. Ich. Freitag, das ist schon so ein Minimum, ja? Minimum. Minimum. Der Micha sollte nicht nur 700 schicken, der sollte mal 700 essen. Und der hat so einen Stress, der kommt nicht zum Essen, der junge Mann. Ne? Aber eins ist klar, Manufaktur habt ihr woanders, oder? Genau, Manufaktur haben wir in Hamburg.
Da wird für uns, genau, da wird für uns alles hergestellt und wir bekommen täglich frisches Gemüse, frische Soßen, frisches Fleisch. Ja. Es wird alles für uns hergestellt da und dann können die Jungs das hier weiterverarbeiten, damit wir überall die gleiche Qualität haben und überall, dass du in Hamburg essen kannst und da das Gleiche bekommst wie bei uns in Oldenburg. Das sind halt die Vorteile der Systemgastronomie. Ne? Du hast gleichbleibende Qualität und da legen die Leute auch Wert drauf. Ne? Deswegen hat McDonald's einfach diesen Erfolg. Man muss das einfach mal aussprechen. Es ist gleichbleibend und sie entwickeln sich immer weiter. Was muss man da irgendwie ein Training durchlaufen, wenn man bei Peter Pane dann in die Küche, in gewisse Stationen kommt? Ist man dann Küchenchef oder seid ihr alle gleichgestellt? Wie funktioniert das? Also ich habe damals auch nur als ganz normaler Koch angefangen, habe mich jetzt aber nach und nach, jetzt über die 4 Jahre, mich jetzt ein bisschen hochgearbeitet. Das heißt, du hast dann auch die Verantwortung in der Küche, hat schon dann im klassischen Sinne immer einen Küchenchef? Genau, genau. Okay. Genau, ich mache hier die Küchenleitung, dann habe ich noch einen Kollegen, das ist mein Stellvertretender. Und dann habe ich halt meine normalen Mitarbeiter noch, die für uns fleißig noch mitarbeiten. Okay. Das ist also beim System schon so, dass das alles durchdacht ist. Von der Anlieferung, Kühlkette, Kontrolle. Ich meine, da gibt es Gesetze, klar. Aber diese Restaurants halten sich 100% dran. Ne? Da fliegst du raus, wenn du Mitarbeiter bist. Und dann, weil du verantwortest einfach mal an einem Tag 700 bis 1000 Essen, ne? Wenn einem da was passiert. Wie viele Leute arbeiten in einer Schicht in der Küche? Auf dem Samstag in der Mittelschicht 3, am Abend ungefähr 5. 5. Das ist maximal, aber 5. Okay, das heißt, alles mit System, dann geht das alles. Alles mit System. Eine normale Produktion von einem Burger dauert ungefähr 3 bis 5 Minuten. Okay. Da geht alles ratzfatz, das ist alles programmiert, alles abgestimmt. Da steht keiner und brät wahrscheinlich so ein kleines Frikadellchen einzeln oder so. Ne? Das geht gleich mal im großen Stile. Also, einmal mal Bing Bing, doppelten Peter für Süßer. Auf doppelter Peter? Ja. Doppelte Peter. Ist auch ein cooler Name, ne? Dann würde ich sagen, Zeit läuft. In der Systemgastronomie ist alles auf Schnelligkeit getrimmt. Ist die Bestellung einmal in der Küche, gibt es für jeden Schritt eine Maschine. Jetzt also Bon kommt rein, dein Kollege ist da, dann ist das einer macht jetzt die Beilage und einer den Burger. Wie muss ich mir das vorstellen? Okay. Genau. Und was sind das für Hammergeräte hier? Also es sind drei unterschiedliche, also es ist ein großer Grill, hat unterschiedliche Einstellungen. Du hast einmal das Simmentaler und das Angusfleisch geht auf einen Grill. Also Simmentaler, also ihr habt tolles Fleisch, ne? Wir haben drei unterschiedliche Fleischsorten. Erzähl, Simmentaler? Simmentaler, alle drei kommen prinzipiell aus Deutschland. Das sind alles glückliche Rinder. Ja. Wie gesagt, wir haben das Simmentaler Rindfleisch, dann haben wir das Angusfleisch, was ganz zart ist. Ja. Und dann haben wir das Dry-Age-Fleisch, was extra lange gereift ist. Da hast du ein bisschen nussigeren Geschmack. Die laufen alle auf unterschiedlichen Programmen, daher drei unterschiedliche Grills. Dry-Age oder Kobe Beef, also das ganz, so diese ganz teuren Sachen für Burger-Patties, bin ich also kein Freund von. Du schmeckst überhaupt gar nicht diesen tollen Reifeprozess, bin ich der Meinung, bei einem Patty, weil er liegt doch zwischen Salaten, Dips, Zwiebelchen und was sie alles da reinknallen. Also das braucht die Welt nicht. Mikes Meinung, der Laden läuft trotzdem wie am Schnürchen. Sind das unsere? Jetzt geht's los. Schau. Oh. Pfannenwender waren gestern. Hier reicht ein Befehl am Computer und der Grill brät automatisch von beiden Seiten. Fragt sich, wie regelt der Burgerbrater die Garstufen? Da brutzeln jetzt die beiden Dinger? Genau. Aber also. Da könnt ihr jetzt nicht irgendwie so auf Medium gehen. Denn die tiefgekühlt waren, so dünn. Genau, die müssen durch sein. Müssen durch sein. Das ist vielleicht jetzt der kleine Nachteil, wenn wir von so einer Art von System reden. Ich glaube schon, dass es genügend Menschen gibt, die einfach auch den Burger tatsächlich durchgebraten immer noch wollen. Und wahrscheinlich der größere Teil. Ne? Aber ein richtiger Freak wird dort wahrscheinlich nicht ganz glücklich. Ist das für mich? Das ist schon für dich. Was hast du da für Soße, Micha? Das ist jetzt eine Cheddar Jalapeno Creme. Eine Cheddar Jalapeno, also leichte Schärfe? Genau. Oder? Genau. Dann Salat und Tomate. Hat das einen Namen zum Belag? Aufleger. Möchtest du Zwiebeln dazu? Ja. Ein Salataufleger. Ich kenne Aufleger. Mein Papa ist Trucker gewesen, ne? Da war der Aufleger ein Anhänger. Aufleger. Das ist ja, früher hieß Aufleger. Das war, dann ist der Truck zurückgefahren und hat seinen Aufleger bekommen. Ne? Das ist jetzt beim Burger der Salat und die Tomaten. Das ist auch System. Wenn hier 700, 800 Burger rausgehen, da kannst du nicht jedes Mal rumpuppeln. Ne? Das ist eine Bain-Marie, das ist alles heiß hier. Genau, ne? 90 Weg, ne? Grad, alles auf 90 Grad. Ja. Die heißen Soßen und die kalten Soßen sind gekühlt. Auf Eis. Genau, auf Eis gekühlt. Super, überall auch Datum drauf und so. Jede Filiale wird so exakt
bearbeitet und es wird sich so exakt dran gehalten. Ne? Auch die Hygienestandards, Kühlkette etc. auf Eis, Dipsoßen, das ist schon ein Riesenvorteil vom System. Da können wir in der Individualgastronomie was von lernen. Mein Burger ist fertig. So schaut er aus. Zeit stoppen. Ja, Zeit stoppen. 3,56. 3,57. Das ist schnell. Das ist verdammt schnell. Aber in 4 Minuten so ein geiles Ding zu bekommen, ist auch was Tolles, ne? Der ist ja nicht schlecht. Das wird sich jetzt herausstellen. Nach nur 4 Minuten in der Küche kann der Profi schon probieren. Und eine Sache ist ihm dabei am wichtigsten. Ein Burger muss essbar sein, sage ich immer. Und das geht noch, ne? Jetzt soll sich zeigen, ist die Massenware das Wahre oder hat Alina zu hoch gestapelt? Ich finde den Burger gut. Ich finde selbst die Pommes mit Fleisch, das finde ich richtig gut. Ich persönlich brauche nur ein Patty. Ich würde es natürlich begrüßen, wenn ich ein Medium haben könnte. Aber ich finde es toll, was ihr macht. Ihr zeigt, dass das System auch gut geht. Um 10 Punkte herzugeben, bin ich jemand, der zum Freak gehen muss. Ne? Ich will es Medium gegrillt haben etc. Aber das Ding ist gut und hat richtig geschmeckt. Es macht Spaß. Also ich fand es mega. Ihr habt einen klasse oder wir haben einen klasse Job gemacht. Wir machen auf jeden Fall so weiter und es war super. Das hört sich gut an. Machen wir weiter so. Mike, bereit für ein erstes Zwischenfazit? Also ihr Lieben, ich würde sagen, Hamburger oder Burger im Baukastensystem funktioniert und zwar richtig gut. Ne? Eigene Manufaktur, tolle Burger Buns, tolles Fleisch. Für mich natürlich beim Burger schon noch mal Medium, da geht noch eine kleine Schippe drauf. Aber Alter, von der Kette richtig gut gemacht, ja? Ich finde, das Mädel ist super und die ganze Mannschaft strahlt und hat eine gute Laune. Und darum geht es. Also, ich drücke Ihnen die Daumen.